Ja, moin Leute, herzlich willkommen bei NSRC Hobby Garage. Ja, wir sind immer noch beim Fahren, aber die Jungs machen eine Pause oder was weiß ich auch immer. Ich fahre jetzt auch mal eine Runde mit Notorious hier. Wir haben ja hier unsere Strecke so ein bisschen abgesteckt, sind ein paar schöne Runden mit Mojave gefahren und ich noch mit meinem Promoter MX. Hab sogar versucht, das über die Redback-Rampe zu schicken, aber der knallt ja immer nach vorne. Eigentlich wollte ich nochmal ein Video darüber machen, aber das lasse ich mal sein. Jetzt fahre ich eine Runde Notorious hier und los geht's. So, Martin ist da noch am Schrauben, Sven ist mit der Drohne noch unterwegs. Ich versuche mal hier ein paar anständige Sprünge hinzukriegen, denn ich habe hier die Diffs nochmal gewartet, neue reingemacht, weil das hat ja jedes Mal geknarzt beim Backflip. Oh, mir ist doch da was rausgeploppt. Ja, das war ja wohl ein kurzes Video. Ah, nee, der Dings ist abgebrochen. Kann ja nicht sein. Eieiei. Okay, dann war's das. So Leute, ich habe mal ein bisschen repariert. Obere Querlenker ist noch kaputt. Aber die Lenkung habe ich wieder so weit hingekriegt. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht so eine höhere Sprünge machen. Mal gucken, wie lange der Querlenker mitmacht hier. Fühlt sich ein bisschen klapperig an da drinne. Ja, gut gehalten. Was war das denn? Die fliegende Mülltonne. Da habe ich noch nie genommen. Das ist nicht schön. Schön was? Für den. Echt? Ja. Ja, schön. Jetzt sind wir schon zu fünf. Einer ist noch dazugekommen. Finde ich super, dass es doch mal wieder geklappt hat. Ja, Norman ist gerade aus dem Urlaub gekommen und hat gleich seine RT ausgeschnappt. Und ist gleich losgefahren. Mega. Ja, obere Querlenker kaputt, aber es funktioniert noch wunderbar. Alter, dein Ernst? Das kleine Pissauto? Die Kabel strappst du hier, was? Also den Klettband? Ja, das Klettband ist gerissen. Nee, rausgerutscht. Ja. Hast du Glück gehabt. Also wenn du nochmal solche Dinger brauchst, habe ich genug. Ja, das ist ja
Ja. Anthony, hast du noch von Martin, von Matthias guck mal, noch, deswegen schraubt man das nicht ganz Spoiler fest, einhaken, damit der sich hier nochmal so wegdreht. Also. Dann dreht man sich das Ganze wieder so hin. Und dann geht es eigentlich weiter. Ne? Und so ist er nicht abgebrochen. MFI Parts 3D-Druck. Was gibt's denn? Ob du sowas noch hast, Norman. Für den Heckspoiler? Ja. Muss ich gucken, sonst gucke ich mal, was Matthias hat. Abgerockt. Ja, hast du ja gesehen, der ist so auf dem Spoiler geknallt und der hat sich dann nur verdreht dann halt, ne? Ich finde den von Matthias auch besser, den Spoiler, Alter, weil der 1 zu 1 kopiert, Finalteil. Ja, man könnte ja auch dieses neue nehmen mit diesen Riefen drin, weißt du? Was? Mit diesen Riefen drin. Nee, ich meine jetzt die ganze Spoilerhalterung. Ach so, dieses Flex. Ja, ja. Können wir vielleicht noch mal gucken? Ich frag mal. So, perfekt. Weiter geht's. Man, die Rampenmauer nicht hinstellen. Völlig versetzt. Kein Wunder, dass der Scheiße springt. Soll ich noch einen dazustellen? Der hilft beim Reparieren noch oder was? Teamarbeit, finde ich gut. Echt. Ja, lass mal schrauben. Ich habe heute schon genug geschraubt. Alter. Na, nächstes Mal machen wir die hier besser fest. Ah. Hier Leute, was soll ich sagen? Wunderschöner Tag, die ersten Wolken kommen schon. Ja. Und weiter geht's. Ja, läuft da! So, ein bisschen hingedreht und weiter geht's. Hey, Finger weg. Oh, Sven ist auch schon da. Völliges Chaos! Alle sind bekloppt! Völlig gestört heute. Das macht wahrscheinlich schon, dass wir hier schon drei Stunden RC fahren. Ah. Thank you.
Ah, herrlich. Ja, das war gut. Das ist deine Geschwindigkeit, denke ich mal, für heute. Komm her hier. Ich komm mal. Hier hinter. Was denn? Alte Ratte. Alter. Was hast du, Martin? Was brauchst du denn nicht? Nee. Ja, ja. Das war schön, Anton. Danke. Ich versuch's. Komm, lass mal alle hintereinander wegknallen hier. Nein, doch, komm. Nein, mach mal. Oh. Los jetzt. Alles klar. Und next. Ich fahr an. Sauer. Und nochmal, weil es so schön war. Ja, Rampen wieder hinstellen. So Leute, ich mache mir hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Anthony von RC Hobby Garage.